Wien ist ja für vieles bekannt. Für seinen Charme, für seinen Grand, für die Ringstraße, für die Sachertorte, Schönbrunn und so weiter. Und eigentlich auch dafür, dass man das Morbide und Abgründige hier in der Stadt gern zelebriert. Müsste da Wien nicht eigentlich auch der Schauplatz für viele Spuk- und Schauergeschichten sein? Würde man denken, aber wenn man sich im Internet umschaut, dann findet man da erstmal recht wenig. Nicht nichts, aber weniger als erwartet, definitiv. Was man auch findet, was ich auch gefunden habe, ist ein Name, Gabriele Lukacs. Sie ist Autorin und Stadtführerin und nach einiger Recherche weiß ich mittlerweile, dass sie eine der wenigen ist, die sich mit den gruseligen und den schaurigen Geschichten und Orten in Wien richtig gut auskennen. Sie hat mehrere Bücher darüber geschrieben und auf ihren Führungen erzählt sie gerne davon. Die finden natürlich aktuell nicht statt. Ich habe mich mit ihr getroffen, vor dem Lockdown wohlgemerkt, und wollte diese Geschichten, die sie kennt, ein bisschen genauer hören. Und siehe da, ich habe Dinge über Wien erfahren, die ich nicht wusste. Zum Beispiel, dass die größte Vampirgeschichte aller Zeiten hier ihren Ursprung hat. Oder, dass man lieber nicht alleine in die Wiener Keller gehen sollte. Mehr dazu im Interview mit Gabriele Lukacs. Wien ist ja eine Stadt mit einem extrem morbiden Charme eigentlich. Ist es nicht dann auch so, dass hier übermäßig viele Schauer- und Gruselgeschichten beheimatet sein sollten? Interessante Frage. Ja, ich kenne die Schauergeschichten von anderen Städten natürlich nicht so gut wie die Wiener Geschichten. Daher ist es jetzt schwer für mich zu sagen, ob es nicht anderswo. Aber ich denke, dass London oder in Schottland oder so, da gibt es sicher auch ganz viele Gruselgeschichten. Eben, aber da gibt es, also man hat das Gefühl, ich habe jetzt in der Recherche gemerkt, dass man eben denkt, Wien ist so morbid, hat so seinen Hang zum Tod, der Tod ist ein Wiener und so weiter. Und dann geht man davon aus, dass man eingibt, Wien-Spukgeschichten und ganz viel kommt. Und so ist es aber nicht. Das kommen vereinzelt und dann würde man eigentlich denken, es gäbe mehr. Aber für Sie als jemand, der sich damit beschäftigt, sind es wahrscheinlich genug. Naja, das ist schon richtig, ja. Das ist mir auch aufgefallen. Wien ist aber ganz speziell für Vampirgeschichten oder für Wiedergänger und Tote, denn da, und das wissen leider die wenigsten, da hat ja der irische Schriftsteller, der das Dracula-Buch geschrieben hat, der hat ja in Wien recherchiert. Bram Stoker hat in Wien recherchiert und die Dracula-Geschichte ist eigentlich eine Wiener Geschichte. Wenn man den Film Dracula anschaut, dann fängt er an, ganz am Anfang geht das so, dass der englische Professor mit dem Namen Van Helsing nach Wien geschickt wird und von hier soll er dann nach Transsilvanien, und das war ja österreich-ungarische Monarchie damals, also Transsilvanien, dort soll er nachschauen, ob es Vampire gibt, soll er das überprüfen. Im Film fällt einem das gar nicht auf, dass das von Wien ausgeht. Und dieser Van Helsing hat einen Vorgänger, eine reale Figur, liegt da zugrunde. Und das ist der Leibarzt der Maria Theresia, der Van Swieten. Der war auch bekannt für seine Vampirforschung, oder? Genau, und den hat ja die Maria Theresia eben nach Transsilvanien geschickt. Also das sind die Fakten. Ja? Der Bram Stoker hat eigentlich Fakten geschrieben. Wir glauben, das ist ein Roman, das ist eine Erfindung. Nein, der hat Fakten aus Wien geschrieben. Also die Maria Theresia hat ihren Leibarzt, den Van Swieten, nach Transsilvanien geschickt, mit einer Delegation natürlich, nicht alleine. Und die sollten da erkunden, ob es Vampire gibt, weil die Maria Theresia war sich nicht sicher damals im 18. Jahrhundert. Da hat man ja an Vampire geglaubt. Und weil sie sich nicht sicher war, hat sie also den hingeschickt und er sollte das dort erforschen. Und alles, was der dort gesehen hat, hat er aufgeschrieben. Und das ist der Grundstock für den Roman von Bram Stoker. Aber er musste aus Wien rausfahren, um zu erfahren, ob es Vampire gibt. Das heißt also, in Wien gab es keine. Ja, das ist klar. Ja, er musste also in die österreichischen Lande fahren, also nach Transsilvanien oder nach Serbien. Von da kamen diese Vampirgeschichten. In Wien hat man niemanden gepfählt und aus dem Grab ausgebuddelt wieder und als Vampir bezeichnet. Aber in Wien gab es schon Vampirgeschichten. Die Menschen haben immer an Vampire geglaubt. Und zwar hat es da die Blutgräfin gegeben.
auch bekannt und berühmt, die ja so viele Mädchen ermordet hat, um das Blut zu trinken. Das ist also die überhaupt die Urvampirin. Das war eine ungarische Gräfin aus dem Hause Nadasz di Báthory, die Erzschwester Elisabeth Nadasz di Báthory. Und die hat ja den Schönheitswahn gehabt. Die hat geglaubt, sie kann ihre Schönheit nur mit Jungfrauenblut erhalten. Und das muss man trinken oder sich waschen. Und da hat sie natürlich ganz viel Jungfrauenblut gebraucht und daher viele Jungfrauen umgebracht. Man merkt schon in den ersten zwei Fragen, Sie kennen sich unglaublich gut aus. Wie sind Sie denn zu dem Thema gekommen? Naja, ich bin vom Beruf Wiener Stadtführerin und das schon sehr lange. Und unweigerlich kommt man natürlich an diese Geschichten, wenn man ein bisschen hinter die Fassaden schaut. Wenn man nicht nur einmal ringrund geht und sagt, links ist die Oper, rechts ist das Burgtheater und umgekehrt, dann kommt man natürlich auch irgendwann einmal, dass man hinter die Fassaden, hinter die Geschichten, hinter die Türen schaut. Und dann kommt man nicht nur auf solche Gruselgeschichten, auch auf Mord und Totschlag und Kriminalität und vor allem auch auf Unterirdisches. Das ist ja auch mein Spezialthema, also auf diese Art und Weise. Und man muss eine neugierige Nase sein, das ist die Voraussetzung. Mhm. Und wie recherchieren Sie da? Weil ich vor unserem Tisch liegen ja Bücher, auch zum Beispiel Ihre geheimnisvolle Unterwelt, da waren Sie wirklich in den Kellergewölben der Stadt unterwegs. Aber wie, also das kann ich mir vorstellen, da kann man einfach hingehen, aber wie recherchiert man denn eben solche ein bisschen zwielichten Gruselgeschichten? Da kann man ja jetzt nicht einfach in die Nationalbibliothek gehen und nachlesen, oder? Wie recherchieren Sie das denn? Das fängt schon damit an, dass man eben nicht in die Keller kommt, denn die sind ja alle versperrt. Früher, vor 10 Jahren zum Beispiel, war das noch so, dass die Kellerabteile eigentlich offen waren. Und vor 20 Jahren war es so, dass die Haustore noch offen waren. Und in meiner Kindheit war überhaupt alles offen. Wir haben weder die Tür versperrt, noch das Auto zugesperrt, noch irgendwas. Also das könnte man sich heute ja gar nicht mehr vorstellen. Also heute ist alles zu und das nicht einfach doppelt und dreifach. Also man kommt eben leider nicht. Aber ich habe das Glück, dass ich ja nicht so ausschaue, wie wenn ich einbrechen möchte. Und daher öffnet man mir auf Anfrage dann halt doch bereitwillig. Manchmal muss man das schriftlich, heute muss man alles schriftlich machen. Also ich schreibe ein Mail an die Hausverwaltung oder den Eigentümer und schreibe halt, dass ich möchte gerne für ein Buch Recherche. Und wie gesagt, habe ich das Glück, dass ich dann hineinschauen kann. Ja, und dann gehe ich also in die Keller mit einem Fotografen immer, niemals allein, denn wenn die Kellertür zufällt, dann war es kein Zufall, sondern dann war es ein Pech. Und Handys gehen ja bekanntlich nicht im Keller. Also ich gehe nie allein. Und wenn wir da also dann sehen, das ist ein interessanter Platz, da könnte es viel Geschichte geben, dann fange ich erst an, das auch in den Archiven zu erforschen. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel eben sagen, diese Van Helsing-Geschichte oder dass die Maria Theresia ihren Leibarzt da runtergeschickt hat, liest man sowas dann in Archiven nach oder muss man da schon die speziellen Connections haben, dass man da weiß, wo man die Bücher findet? Ja, das ist eben auch wieder eine sehr gute Frage. Das ist nicht so einfach, weil man kann ja heute nicht, du kannst nicht in die Bibliothek gehen und sagen, grüß Gott, hier bin ich hätte gerne jetzt eine Vampir. Geschichte, suchen Sie mir eine raus, so geht es ja nicht. Also man muss natürlich schon wissen, was man sucht und wo man sucht und das ist eigentlich auch ein Studium, das die Archivforschung, also so einfach ist es nicht. Mit der Zeit und mit der Übung und vielen Jahren kann man sich natürlich schon aneignen, wo man sucht, wie man sucht. Und vor allem muss man dann auch noch die Genehmigung haben, denn gewisse Werke kann ja auch nicht jeder ausleihen. Erstens sowieso nicht zum Nachhause nehmen, so darf man sich das nicht vorstellen, sondern als Präsenzbibliothek, so heißt das. Das heißt, man muss dort anschauen und man muss es zuerst aus dem Archiv kommen lassen. Und natürlich ist es sehr zeitaufwendig, weil wenn man 10 Bücher kommen lässt, steht in 8 nichts drin. Und erst im 9. oder 10. findet man dann ein paar Zeilen. Ja, und dann kann man nachforschen. Haben Sie selber, gut, in der Bibliothek jetzt wahrscheinlich bei der Bücherrecherche nicht, aber wenn Sie so in so Keller gehen und so und sich alte Gemäuer anschauen, selber schon mal Gruseliges erlebt? Naja, ja und nein. Also Fotograf und ich kamen einmal in der Annagasse
in einen Keller, in eines dieser wirklich mittelalterlichen Häuser, riesige Kellergewölbe. Also nicht so klein, wo man nur Ski oder Bierkisten reinstellt, sondern richtig so wie alte Klöster. Und da sahen wir ganz viele Blumentöpfe da unten stehen, also ganz viele Pflanzen, die mit einer künstlichen Lampe beleuchtet wurden. Und ja, wir haben uns eigentlich nur gewundert, wer stellt denn da seine Blumen in den Keller und tut sie dann künstlich beleuchten, wenn eh oben genug Licht ist. Aber es waren Hunderte. Nun gut, und wir sind also allein in diesem Keller gewesen und natürlich haben wir plötzlich dann Schritte gehört. Und nachdem wir uns ja angemeldet hatten, haben wir uns auch gezeigt und gesagt, grüß Gott. Und der war eigentlich sehr nervös und sehr, sehr fahrig und gesagt, was wir hier tun und was wir machen. Wir haben gesagt, nun, wir haben die Erlaubnis fotografieren, wir schauen uns den Keller an und dann gehen wir schon wieder. Nun gut, und so haben wir es auch gemacht. Und nachher haben wir am nächsten Tag in der Zeitung gelesen, dass ein Haschischplantage gefunden wurde im Keller dieser Gasse. Ja, ja. Also kein Geist, aber auch eine Begegnung der dritten Art sozusagen. Es gibt ja, ich weiß nicht, ob Sie die kennen, diesen Verein Vienna Ghost Hunters, die sich ja weniger Geschichten recherchieren, sondern eher so mit technischem Gerät ausgerüstet an potenzielle Spukorte gehen. Was halten Sie von denen oder waren Sie mit denen schon mal in Kontakt oder unterwegs? Ja, ich bin Mitglied. Also so, natürlich ist man auch ein Ghost Hunter. Ja. Nein, das ist eine ganz interessante Sache mit diesen Geräten, denn man will ja das auch immer überprüft haben, was man selber empfindet. Und da habe ich die gruseligste aller meiner Begegnungen war im Kotter. Ein Kotter ist ein altes Gefängnis. Ja. Kotter hieß das früher, im Kotter in Großenzersdorf. Und da sind also ganz viele Seelen gefangen und die haben sich dann auf diesen Geräten auch gemeldet. Und da saßen wir also zu mitternächtlicher Stunde im Dunkeln, hatten das Gerät eingeschalten und haben die Geister gerufen. Und die meldeten sich und sprachen einen Namen. Und, oder ein Wort, sagen wir mal so. Wir wussten nicht, ob es ein Name ist, was soll es heißen. Und es war immer so, Gabe, Gabe. Ich dachte, ich heiße Gabi. Ja. Ich meine auch, die rufen Gabi. Und ich bin aufgesprungen. Also mir läuft jetzt noch die Gänsehaut runter, wenn ich dran denke. Ja, nie mehr in meinem Leben dort jemals wieder hineingegangen. Für Leute, die jetzt keine Angst bekommen haben, sondern das gerne selber erleben möchten, gibt es in Wien auch, also jetzt vielleicht nicht so weit draußen wie Großenzersdorf, aber gibt es andere Orte, wo man solche Sachen spürt, wenn man dafür empfänglich ist? Also man spürt es in allen alten Klostern und wirklich auch in jenen Orten, die in Wien Gefängnisse waren. Das habe ich ja auch in meinem Buch Orte des Grauens beschrieben. Und zwar sind das noch immer Plätze und Orte, wo auch heute immer wieder was passiert. Das ist ganz auffällig, dass zum Beispiel der Hohe Markt, dort waren ja die Hinrichtungsstätten. Also gerädert, gevierteilt, geköpft, erhängt ist man dort worden über Jahrhunderte. Und an diesem Platz, das ist ganz interessant, passiert immer wieder was. Und zuletzt ist ja dort in einem Haus, hat ein Mietnomade, der gekündigt worden ist, hat aus Rache seine Wohnung angezündet und das halbe Haus ist abgebrannt. Also solche Sachen passieren. Sicher anderswo auch, ja, aber da muss man eben recherchieren. Ist da davor nicht schon was passiert? Was hat das für eine Geschichte? Was hat das für eine Aura? Und ich habe das so betitelt in meinem Buch, die Aura des Todes über dem Hohen Markt. Da gibt es ja auch, glaube ich, ich weiß nicht, ob das auch in Ihrem Buch vorkommt, dieses Haus am Schottenring, wo auch so viele verschiedene Sachen über die Jahrzehnte oder so passiert oder Jahrhunderte passiert sind, oder? Genau, das ist das Sühnhaus. Okay. Interessant schon allein das Wort, ja. Dass der Kaiser Franz Josef das dann, also das Sühnhaus, ja, was soll dort gesühnt werden, fragt man sich unwillkürlich. Und das ist jenes Haus, wo eben das Ringtheater abgebrannt ist. Und durch diesen Ringtheaterbrand, wo 600 Menschen gestorben sind, da gibt es eben seit dieser Zeit erst den eisernen Vorhang in jedem Theater. Und es muss in jedem Theater die Feuerwehr anwesend sein, also ein
Feuerwehrmann und es müssen die Tore nach außen aufgehen und solche Sachen. Das war alles vorher nicht. Und das ist eben da durch diesen unglaublichen Brand, wo hunderte Tote waren, hat man erst diese ganzen Regelungen geschaffen. Und da ist, also am Schottenring war das und auch dort ist immer wieder was passiert. Zum Beispiel der Sigmund Freud hatte dort eine Wohnung und da hat sich eine Patientin im Stiegenhaus durch das Stiegenhausfenster in den Hof gestürzt und hat also sich umgebracht. Und solche Sachen passieren dort immer wieder. Und zuletzt, vor 2 Jahren war das, ein Rohrbruch, ein Wasserleitungsrohrbruch in der Seitengasse, der Ringstraße, hat für 2 Wochen dort alles überschwemmt. 2 Wochen lang war dort gesperrt. Also da muss man sich doch fragen, wieso immer dort? Und was hat Wasser eventuell mit Feuer zu tun? Soll da noch immer was gelöscht werden? Jetzt haben Sie eh schon so viel über Ihre, also dass Sie quasi diese Führungen machen, aktuell wahrscheinlich eher nicht wegen Corona, ne? mysterytours.at, da findet man alle Infos zu den Führungen. Wer kommt denn da? Also wen führen Sie denn da? Sind das Touristen oder sind das auch WienerInnen? Nein, es ist also hauptsächlich nicht Touristen, sondern hauptsächlich die Einheimischen. Das sind also die Wiener, die gerne über ihre Stadt mehr wissen wollen und eben auch Wien Umgebung. Das sind die Leute, die nicht touristisch unterwegs sein wollen und nicht nur oberflächlich Schönbrunn und Stephansdom anschauen wollen, sondern ein bisschen mehr über Wien wissen wollen. Das sind die. Gibt es da verschiedene Pfade, auf denen Sie gehen? Weil ich meine, das meiste wird im ersten Bezirk sein, oder? Das sind ja, nachdem da früher die Wien aus dem ersten Bezirk bestand, geht es da auch weiter hinaus in den Rest der Stadt? Ich würde jetzt denken an Prater, Zentralfriedhof. Also natürlich ist die Wiener Innenstadt die am meisten besuchte, weil da ganz viel Geschichte, 1000 Jahre oder mehr Geschichte schon zu sehen ist, noch immer zu sehen ist. Aber ich gehe auch nach Schönbrunn, in den Schönbrunner Schlosspark, und oder ins Belvedere und erzähle dort über die Symbole oder auch über Freimaurer, Rosenkreuzer, Illuminaten, also die Geheimlogen. Oder zum Beispiel über die Templer, und da gehen wir auch nach Heiligenstadt oder Kahlenberger Dorf, wo auch noch was zu sehen ist. Also es ist schon eigentlich ganz Wien, betreten wir oder besuchen wir mit diesen Touren, und die sind alle nach einem Thema. Wir gehen nicht einfach so wahllos durch die Stadt und schauen, was sehen wir links und rechts, sondern nach Themen ist das. Mhm. Also wie gesagt, die Templer oder die Logen oder die Unterwelt oder Grusel. Die haben ja sogar eine Da Vinci-Code-Führung im Repertoire. Was erfährt man denn da zum Beispiel? Ja, die Da Vinci-Code-Führung, die ist eine der beliebtesten, weil eben so viele Leute ja Dan Brown gelesen haben, auch ich. Und als ich Dan Browns erstes Buch gelesen habe, mir gedacht, was der da schreibt, das haben wir eigentlich alles in Wien. Und habe das ja auch schon früher immer den Gästen, auch immer stückchenweise haben wir das ja hergezeigt. Aber wir haben nie das gesamte Bild, so wie der Dan Brown, und auch nicht als Code. Und dann habe ich erst diese Führung kreiert, diese Da Vinci Code in Wien Führung. Da zeige ich also zunächst einmal das Bild des letzten Abendmahls in der Minoritenkirche. Eine Kopie natürlich, wie man weiß. Das Original ist ja in Mailand. Aber auf unserem in Wien sieht man viel besser den Code, also diese Geheimbotschaft, weil es ein Mosaik ist und weil die Farben nicht so verblasst sind wie in Mailand. Ja, und dann gehen wir natürlich die Blutlinie suchen, die ja angeblich in den Habsburgern sei. Also sind wir ja hier in Wien wieder mal voll an der Quelle. Und dann schauen wir den Gral an, und auch den haben wir in Wien. Der ist in einem Museum, gell? Der ein vermeintlicher heiliger Gral. Ja, der ist in der Wiener Schatzkammer, seit 600 Jahren immerhin schon, und wird dort verehrt. Da hat sich ja etwas Wundersames ereignet, nämlich nachdem ich das Buch geschrieben habe, ist der ORF gekommen und hat eine Doku gedreht, und da sind wir also alle diese Plätze abgegangen und waren in der Schatzkammer bei diesem heiligen Gral, bei dieser Achatschale. Und während gefilmt wurde, hat sich plötzlich die Inschrift, die bis dahin niemand gesehen hatte, hat sich die gezeigt.
auf der Kamera des ORF. Okay, also das, und die Kamera hat das mitgeschnitten, wie die auf einmal nicht da war und dann war sie da, oder was? Kann man auch noch anschauen. Da gibt es ja noch die Mediathek, ne, oder YouTube. Und da kann man das sehen, dass da das Wort Christus erscheint in der Schale. Und das Wundersame ist, dass keiner weiß, wieso. Sie haben ja auch eine Führung oder Sie haben auch ein Buch geschrieben über eben verschlüsselte Zeichen, Codes und so weiter in Wien, die man, an denen wir WienerInnen wahrscheinlich täglich vorbeilaufen und einfach sie schon mehrmals gesehen haben, aber nie wussten, was sie bedeuten. Vielleicht verraten Sie uns ein, zwei davon, damit man nächstes Mal, wenn man durch die Stadt geht, vielleicht einmal weiß, was diese Ritzerei in der Mauer bedeuten kann. Ja, das ist natürlich jetzt über Interview schwer, das zeige ich bei meinen Führungen auch. Wir wollen natürlich nicht zu viel vorwegnehmen von den Führungen, aber vielleicht machen wir es so, worauf achtet man denn oder worauf soll man denn achten? Soll man eher, wenn man geht, sich die Häuserwände anschauen, schaut man sich irgendwelche Inschriften an, wie geht man da vor? Ja, das ist natürlich immer gut, die Häuserwände anzuschauen. Vor allem bei den Kirchen kann man ja mal beginnen. Und da zeige ich halt die Steinmetzzeichen immer her. Die man ja sonst, würde man nicht sehen. Also man steht davor und sieht nichts. Erst dann, wenn man mit dem Finger drauf gedeutet wird, dann sieht man das. Die Steinmetzzeichen sind die Zeichen, die die Steinmetze in den Block des Steins gemeißelt haben, weil die sind ja bezahlt worden im Mittelalter. Früher sind die dafür bezahlt worden, für jeden Block, den sie gemacht haben. Die haben dann am Abend dann die Blöcke, die sie behauen haben, sechskantig, ein Würfel, haben sie aufgereiht auf dem Stephansplatz und haben ihren Stempel drauf. Und dann hat er gesagt, ja, du hast halt 15 gemacht, das ist 15 Mal. Ne? Und nachdem ein Steinblock, ein Würfel, sechs Seiten hat, haben sie auf eine Seite den Stempel hineingemacht und haben ihn dann aber nach innen hineingemauert, also nicht nach außen hinten. Ne? Und daher sieht man nur ganz wenige, da eben, wo einer sich nicht dran gehalten hat und hat es doch nach außen getan. Aber in Hainburg zum Beispiel, da ist so eine Templerkapelle, da haben sie alle nach außen getan. Das ist ganz lustig dort. Man sieht also wirklich, jeder Stein hat das Zeichen außen dran. Aber im Stephansdom zum Beispiel sieht man es ja nur an der Kanzel. Ja, also die Kanzel im Dom, wenn man da bei der Wendeltreppe steht, dann sieht man die verschiedenen Stücke, die verschiedene Steinmetze haben das gemacht und da sieht man verschiedene Zeichen drauf. Also da könnte man zum Beispiel schauen. Bevor wir zum Ende kommen, vielleicht verraten Sie uns noch Ihre persönliche Lieblingsgeschichte von all den vielen Grusel-Spukgeschichten, die Sie über die Jahre gesammelt haben. Ja, ich gehe ganz gerne in den Tiergarten Schönbrunn, weil man dort am wenigsten erwarten würde, dass sich dort einmal eine Alchemistenküche befunden hat. Und die steht eigentlich heute noch. Das ist der kleine Pavillon, der Frühstückspavillon der Kaiserin, so hat er geheißen. Heute ist es das Kaffeehaus im Tiergarten Schönbrunn. Und da ist die Küche unten im Untergeschoss, die war einmal die Alchemistenküche vom Kaiser Franz Stephan von Lothringen. Und der hat dort Gold gemacht und das ist meine Lieblingsgeschichte. Und ein Teil von diesem Gold, man kann noch sehen, dass ihn der Goldmacher eine Münze gemacht hat und die hängt im Kunsthistorischen Museum. Tipp für alle, die Wien noch besser kennenlernen wollen und vielleicht unter einem anderen Aspekt noch kennenlernen wollen. Vielen Dank, Frau Lukacs, für das Interview. Ja, bitte gerne, freut mich.